Oh je, die Spülmaschine bricht nach wenigen Minuten das Programm ab und spült auch gar nicht ein. Nach dem Öffnen des Geräts verschwindet die Benachrichtigung leider sofort vom Display. Ein Blick in das Service-Menü aber verrät, dass hier der Fehler E24 vorliegt. Und dieser steht für ein Problem mit dem Ablauf. Also kontrollieren wir zuerst einmal die Laugenpumpe des Geräts. Den Korb haben wir beiseite gestellt und die Siebe herausgenommen. Danach entfernen wir die Pumpenabdeckung und prüfen sie auf Fremdkörper. Es ist alles frei und auch das Flügelrad der Pumpe lässt sich ohne weiteres drehen. Sollten sich hier Fremdkörper befinden, werden sie entfernt und das Problem könnte bereits gelöst sein. In unserem Fall aber war kein Restwasser in der Spülmaschine vorhanden. Somit gehen wir davon aus, dass der Ablauf hier nicht das Problem ist. Was nun? Auch eine defekte Heizpumpe kann diesen Fehler verursachen, nämlich dann, wenn sie nicht mehr mit voller Drehzahl arbeitet. Dann bricht die Spülmaschine das Programm ab und spült gar nicht erst ein. Das bedeutet, eine neue Heizpumpe muss her. Und die bekommst du natürlich auf Schraubdock. Inzwischen kannst du mit einem kleinen Trick aber dennoch spülen. Und zwar öffnest du nach circa einer Minute die Spülmaschine und schließt sie dann wieder. Die Überprüfung der Heizpumpe wird dadurch zurückgesetzt und die Spülmaschine läuft ohne Probleme durch. Wenn das funktioniert, ist definitiv die Heizpumpe kaputt, also gleich bestellen. Damit uns nicht unnötig Wasser in die Bodengruppe läuft, entleeren wir den Pumpensumpf mit trockenen Tüchern. Danach stecken wir die Maschine vom Stromnetz ab und drehen den Wasserhahn zu. Denn die eigene Sicherheit geht immer vor. Beachte bitte auch immer alle in deinem Land geltenden Gesetze. Jetzt lösen wir die Montageschrauben der Spülmaschine und ziehen sie aus der Küchenzeile heraus. Dann entfernen wir das Sockelblech und verschaffen uns so eine bessere Sicht auf die Heizpumpe. Im selben Zug stecken wir gleich die beiden, von hier sehr gut erreichbaren Kabel der Pumpe ab. Einmal die Heizung und einmal den Temperaturfühler, auch NTC genannt. Jetzt entfernen wir die beiden Schrauben der rechten Seitenwand. Dann ziehen wir das Blech hinten zur Seite und fädeln es nach unten aus. Leider versperrt uns noch die Steuerung den Weg. Daher stecken wir den Gerätestecker ab und entfernen den Deckel der Steuerung. Der Ausbau der Steuerung gelingt uns nicht mit Gewalt, sondern nur mit dem richtigen Handgriff. Also mit dem Schraubendreher passend ansetzen und einmal drücken. Geschafft! Der Weg zur Pumpe ist frei. Jetzt entfernen wir das dritte Kabel der Heizpumpe. Dann nehmen wir auch die Aufhängung ab. Bevor wir nun die Pumpe entfernen, entspannen wir noch die verpresste Schlauchschelle. Danach drehen wir die Pumpe nach rechts und ziehen sie nach hinten heraus. Wenn die Pumpe wie hier festsitzt, hab Geduld und versuche sie durch Drehen zu lösen. Endlich, die Pumpe ist ausgebaut. Wir entfernen die alte Schlauchschelle und setzen sogleich die neue ein. Als nächstes geht es an den Kabelumbau. Denn die neue Pumpe hat leider andere Anschlüsse als die alte. Aber keine Sorge, es sieht komplizierter aus, als es ist. Dabei gehen wir strikt nach der mitgelieferten Anleitung vor. Zuerst durchtrennen wir das vierpolige Kabel der Pumpe, und zwar dort, wo es mit den anderen zusammengebunden ist. Danach stecken wir die beiden Stecker von der Platine ab und durchtrennen auch diese Drähte. Jetzt stecken wir die neuen Kabel an und suchen uns den Schutzleiter. Dieser ist am Scharnier befestigt. Ihn kürzen wir etwas ein und isolieren ihn dann ab. Dann verbinden wir ihn mit dem Schutzleiter des neuen Kabels. Ein Quetschverbinder ist dort bereits vormontiert. Weiter geht es mit den Drähten des NTCs. Aber Achtung, wir verbinden immer einen Draht nach dem anderen. So laufen wir nicht Gefahr, sie irrtümlich zu vertauschen. Zuerst durchtrennen wir den ersten Draht von rechts des alten Steckers. Wir isolieren ihn ab und verbinden ihn mit dem entsprechenden Draht des neuen Steckers, also ebenfalls dem, der am weitesten rechts liegt. Diese Schritte wiederholen wir für die beiden anderen Drähte. Damit wäre der Umbau der Kabel geschafft. Als letztes legen wir nur noch den neuen Kabelbaum in die entsprechenden Halterungen und fixieren ihn mit Kabelbindern am alten Baum. Jetzt kümmern wir uns um die neue Pumpe. Wir schieben sie gerade auf den Pumpensumpf auf und drehen sie nach links, sodass sie auch im vertikalen Anschlussrohr sitzt. Dann fixieren wir die Schlauchschelle des Anschlussrohrs. Aber Achtung, liegt die Schelle zu weit unten, drückt sie die Pumpe wieder heraus. Achte daher wirklich darauf, dass sie 5 mm über dem sichtbaren Pumpenstutzen liegt. Als letztes setzen wir die Aufhängung wieder ein und kümmern uns um den Zusammenbau. Als erstes schließen wir das Motorkabel der Pumpe an. Danach folgt die Steuerung, die wir einsetzen und mit dem Deckel versehen. Schnell ist auch das Stromkabel wieder angeschlossen. Die neuen Kabel der Pumpe schließen wir von vorne an. Zuerst den NTC, dann die Heizung.
Den Seitendeckel fädeln wir unten ein und lassen die hinteren Nasen einrasten. Die zwei Schrauben der Vorderseite folgen sogleich. Im Sockelbereich vergessen wir nicht den Dämmstoff und fixieren dann das Blech mit zwei Schrauben. Jetzt schieben wir die Spülmaschine zurück in Position und drehen auch die zwei letzten verbliebenen Schrauben ein. Abschließend stecken wir das Stromkabel wieder ein und drehen das Wasser auf. Dann ist es geschafft. Die Kabel der Steuerung wurden umgebaut und die Heizpumpe erneuert. Ein Test verrät, dass der Fehler I24 endlich weg ist und die Reparatur ein voller Erfolg war. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, reparieren statt wegwerfen. Schraubdoc. Alles wird gut.